Forest haben sie es immer noch nicht erobert. Seltsam. Vanalin wollen sie. Riskbornen drängen und breiten sich ganz schön aus. Quandus. Quandus gehört aber denen noch nicht. Quandus wurde wieder zerstört. Genau, und es sind die dort drin. Dann schicken wir doch das eine Schiff nach Quandus, soll er dort ein bisschen belagern. Ja, das machen wir so. Und Macht der Akademie erhöht. Jetzt beginnen sie mit Stufe 4, wenn sie rekrutiert werden. Wabenteleskop fertig, ja. Das wollten wir. Okay. Nusakan. Die haben kalte Planeten. Eine Dustader, ja. Wir machen aber, wenn es kalt ist, setzen wir mehr auf Wissenschaft. Und ein bisschen mehr Geld wäre auch nicht schlecht. Ja, da haben wir das hier nicht. Wir könnten aber die Modernisierung ja machen. Das ist nicht schlecht, das könnten wir mal pushen. Esser hat das bestimmt Lekim. Wäre ein System, das wir aufgeben, das lohnt sich nicht. Musis. Was stellen wir hierher? Sehr viel. Genau. Der macht jetzt die erweiterten Minen. Mithilfe derselben Technologie, die zur Reinigung der Atmosphäre von Gasriesen verwendet wird, können Minenanlagen nun in Gebiete erweitert werden, die zuvor zu toxisch waren und nur mit speziellen, aufwendigen Filteranzügen betreten werden konnten. Der Ertrag steigt. Plus 2. Einmal pro Imperium, das wollen wir nicht. Dann passt das erstmal. Dann können wir den kolonisieren danach. Heiß, 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 heiß. Gemäßigt, wunderbar. Pachis macht KI-Arbeitskräfte. Da können wir aber auch die erweiterten Minen danach reinbauen. Und die Agenturen, die würde ich davor noch setzen. Und das ist ein heißer Planet, okay. Aber steril. Dann packen wir danach gleich die Kolonialbörse rein. Ist auch steril, warum immer das Spin-Projekt da ist. Kalt, kalt, okay. Okay. Da gehen wir am besten wieder weg. Wir legen uns am besten nicht mit der Flotte dort an. Ja, besser nicht. Das ist schon stark. Da habe ich sogar Angst um meine Flotte hier. Aber wir haben verbesserte Waffen. Da sollten wir eigentlich schon durchkommen. Also Modernisierung auf Stufe 2. Passt. Das ist das erste System, das wir gemacht haben. Fragt sich nur, wo das war. Haben wir das hier gemacht? Nö. Doch. Modernisierung auf Stufe 2. Stimmt, wir haben das andere noch gar nicht ausgefüllt. Genau, genau, das konnte man noch gar nicht. Die machen die Kolonie erstmal. Das andere Zeug. Fajis, nein. Okay, hier können wir jetzt eigentlich angreifen, nicht wahr? Da würde ich aber nochmal in die Armee reinschauen. Warte, verwalten. Boah, ist das teuer. Nee, das sparen wir auf. So, belagern wir das System. Brassia. Die haben Gesundheit 50 und machen 20 Schaden. Nur Infanterie. Die haben 60 und machen mehr Schaden. Sollen wir das sorgfältig machen oder machen wir einfach einen Blitzangriff? Wir machen das sorgfältig. Mehr Leben. Ja. So.
Knapper Sieg, ja. Sie haben sich verschanzt. An die jeweilige Umgebung angepasste Verstecke machen es dem Gegner schwer, diese Taktik auszuhebeln. Okay. Sieht aber gut aus. Wenn wir weitermachen, gewinnen wir. Also belagern wir. Das lohnt sich hier. So, die Patrouille ist da. Warum habe ich den aber nach Norden geschickt? Ach, deswegen, wegen Pleione. Da ist was, oder? Irgendwas. Wir schicken die mal nach Olvaldi. Nein, wir schicken mal die Drohnen los. Schwupp, 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 schwupp. Und einmal dahin. So, dann erkunden wir das Gebiet mal ein bisschen. Vielleicht finden wir dort noch ein System, das frei ist. So, die sind sowieso noch Kerr unterwegs. Okay, nächste Runde. Und Bodenschlacht Brass, ja, wir machen weiter. Knapper Sieg, immer weitermachen. Die haben nicht ewig, Leute. Wir haben mehr, unsere sterben kaum. Konialbörse, wupp. Und mehr Bevölkerung auf diesem System. Ja, das ist der Säuberer. Das schafft er nicht. Wir können mal versuchen zurückzuziehen, aber das schafft er bestimmt nicht. Rückzug, ja, zerstört. Ja, den schicke ich mal sicherheitshalber nach IC6499. Soll er mal kurz ein bisschen hier warten. So, Bodenschlacht. Diesmal machen wir Blitz. Angriff. Mehr Einsatzlimit, Verbesserung Bevölkerungssterben, minus Gesundheit, ja, aber wir schlagen jetzt einfach zu. Entscheidender Sieg und damit haben wir es geschafft. Piratenversteck wurde bei dem Angriff zerstört, sichergestellte Beute, Gigagitter und Adamantium oder Mancian. Aha, die Rissgeborenen haben eine Singularität in Vyrak platziert. Sie manipulieren die Zeit in Vyrak. Ach du meine Güte. Vyrak möchte ich nicht verlieren. Ja, wir müssen die jetzt nach Norden schicken. Auf mit euch und ab nach Norden. In Runden, oh Gott. Systemrelikte, ausgehobenes Piratenversteck. Dieses Versteck von Opportunisten Kriminellen wurde bei einem Angriff der Truppen von Neranka unwiederbringlich zerstört. Als die schwer verstärkte Basis aus der Umlaufbahn fiel, es gab 370 Verluste in diesem Konflikt. Okay, wir schicken die Siedler sofort hier rein. Es dauert leider ewig. Ich dachte, ich würde das System erobern. Schade. Okay, erweiterte Minen sind fertig in Musis. Sehr schön. Ting Noyil. Mach mal das. Ja, das Bessere können wir gerade ihm nicht geben. Lena Selevas. Sie ist gerade in Musis. Das ist ein gutes System für Schiffherstellung. Gehen wir auch mal mehr auf Ressourcen, oder? Auf jeden Fall. Plus 2 auf die strategischen und Luxusressourcen. Denke ich mal, war das? Und nur strategisch. Nur strategisch, okay, nicht Luxus. Mehr auf Musis und Fatschis. Dominika Wallen, Stufe 7. Flottengeneral. Regeneration brauchen wir nicht mehr. Achso, das waren die Sachen, die ich nicht gebrauchen konnte, nicht wahr? Ja. Dann nehmen wir das und hoffen, dass sie sich erweitert. Nein, passiert nicht. Okay.
Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir nehmen können, was halbwegs irgendwie passt. Genau, das ist die Singularität. Und wir haben die Kontrolle über Pegasus. Sehr schön, die Konstellation gehört uns. Und was ist das eine? Es ist eine Dilationssingularität. Minus alle Ressourcen um 25% auf das System. 50% Erfahrungszuwachs gesunken, Erholungsrate gesunken für den Helden. Aufbaupunkte Zug 50% und minus Erfahrung. Oh Gott. Wir lang halten durch, auch nicht so lange. Ja, dann machen wir den Gasplanet, den holen wir uns noch. Und dann die erweiterten Minen. Wir können auf die Kolonialbörse gehen. Machen wir einfach mal. Steril. Ja, machen wir das. So. Ja, ein Schiff können wir uns dann nicht nochmal leisten, oder? Dass wir dasselbe nochmal machen. Nee, die sind alle viel zu schwach. Nochmal können wir das nicht kriegen. Ah, und ich muss Schiffe herstellen, die dann Yundur angreifen. Bau meine zweite Flotte auf. Epigenetisches Saatgut, ja. Und rauchen das Ende, genau, was war das? Zustimmung ist nicht mehr gegeben. Der Timer ist abgelaufen. Okay, Musis. Der holt sich jetzt den Gasriesen. Wir packen jetzt neue Schiffe drauf, neue Schlachtschiffe. 3, 6, 9, 12, 15. Das sollte passen. Wie lange brauchen die überhaupt? Gar nicht mal so lange. 4 Runden sind aber trotzdem nah. Ist schon eine Zeit. Okay, sind in Kerr angekommen? Ja, die fliegen auch wieder zurück. Ja, die kann ich schlecht hinschicken. Sie kann aber zurückfliegen und dann die Flotte anführen. Also zurück mit nach Musis mit dir. Ja, machen wir das so. Die führt dann die andere Flotte an nach Yundur. Und die brauchen leider ewig. Okay. Hätte ich die mal nicht hin und her geschickt. Ich dachte aber, die Flotte im Norden schafft das. Die Söldnerflotte. So, Nusakan ist fertig. Okay. So, Nusakan. Können wir das kolonisieren? Ja, können wir. Wollen wir das aber auch? Ist das moralisch richtig? Ja, holen wir uns die einfach. So, hier sind die Horatio. Die stören mich aber ein wenig. Fatschis geht auch in Ordnung. Dann ab in die nächste Runde. Und wir müssen jetzt nur warten. Der Kunden können wir da auch gerade nichts. Machen. Schlachtschiff würde hier auch 10 Runden dauern.
Und Markt Orchialix wird von Spekulanten abgestoßen. Ja, gut. Das ist jetzt auch gerade nicht interessant. Jawohl, das kann man sich jetzt nicht wirklich aus einer Trend hier ablesen. Haben wir ein bisschen was davon? Nö. Wir haben aber Hyperium recht viel. Könnten wir ein bisschen verkaufen. Zum Beispiel 272. Nee, 172. So. 172. Weg damit. Und hier können wir 41 verkaufen. So, das bringt uns ein bisschen Geld ein. Dann können wir ein bisschen Luxus investieren. Und zwar einmal was für Stufe 2. Ich würde tatsächlich auf will ich auf Geld? Eigentlich ja nicht. Ja, der Onyx machen wir. Dann machen wir die Zustimmung. Und dann würde ich auf Wissenschaft setzen. Plus 60. Kaufen wir also mal 60 Stück. Boah, ist das teuer. Die Hälfte von meinem Geld geht da wieder drauf. Ja, machen wir es. So, Handel in Ressourcen, Stufe 2. Also. Einmal Zustimmung und dann einmal Wissenschaft. Das bestätigen wir jetzt. Und dann schauen wir nochmal, ob wir noch ein bisschen Jade-Onyx kaufen können. Ja. 20 Stück erstmal. So, ich würde das gerne auf die Stufe. Können wir sogar schon. Machen wir auch. Eine Runde dauert dann die Flotte nochmal länger, aber die zwei Runden sogar. Aber den Luxus gönne ich mir. Modernisierung auf Stufe 3. So, Neuralrobotik. Okay, passt alles. So, wir wollen Wissenschaftler unterstützen, wir wollen die Gesetze haben. Wir machen auch eine verstärkte imperiale Unterstützung. Verschafft der ausgewählten politischen Partei einen sehr starken Bonus. Ideal, wenn die ausgewählte Partei bereits viele Unterstützer gefunden hat. Nicht unbedingt, aber mal sehen, was passiert. Wir unterstützen, wir brauchen die Gesetze von denen, darum geht's. Und die Trends zeigen schon. Wir haben auch relativ viele Wissenschaftsvertreter. Das ist sehr gut. Tingis, Ting-Noil. Sehr gut. Und wir haben jetzt das Gesetz Orakel der Wissenschaft. Dieses streng geheime Gesetz ordnet einem Kabal der prominentesten Wissenschaftler und Ingenieure des Imperiums an, eine Arbeitsgruppe zu bilden, deren Ziel das Erfinden innovativer Wissenschaft und Anwendbarkeit in der Praxis ist. Das Ergebnis? Dein Imperium kann Technologien aus der nächsten Stufe des Technologiebaums erforschen. Und Sternenboogie-Gesetz. Dieses Gesetz wurde mit Hilfe eines Teams bekannter Forscher erstellt, um sicherzustellen, dass Schiffsstrukturen und Systeme entwickelt werden, die eine höhere Geschwindigkeit zulassen. Von Masse- und Dichteanalysen über Antriebs- bis hin zu Effizienzkurven wurde jedes wissenschaftliche Gebiet mit einbezogen. Die Befürworter dieses Gesetzes sind allerdings nicht wirklich glücklich über den Spitznamen, der hängen geblieben ist: Boogie. Mehr Bewegungspunkte auf Schiffe, sehr gut. Und Verordnung zum Schutz unehrenhafter Handlungen. Die genaue Überwachung von Bildungs- und Ausbildungssystemen ermöglicht es dem Senat, die menschlichen Ressourcen des Imperiums dorthin umzuleiten, wo sie am meisten benötigt werden. Wird dieses Gesetz verabschiedet, so wird es in einer stärkeren Arbeitskraft auf Kosten der höheren Bildung resultieren. Gegner darunter der Experte für Spieltheorie,
Amhardla-Gersi bezeichnen es als Hirntodgesetz und rechnen mit einer breiten Bevölkerung, die wissenschaftlich ungebildet bleibt. Das heißt, die Kosten für Systemverbesserung sinkt auch noch. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist sehr gut, weil jetzt das Schiff jetzt sowieso unterwegs ist. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und Pictor ist jetzt ein System, das Orakel der Wissenschaft, wir müssen das andere auch noch aktivieren. Jetzt, wo ich Pictor aufgegeben habe, ist jetzt ein System mit Quandrix. Das kann man doch nicht glauben. Wie viel ist der leeren Stein wert? Gar nicht mal so viel. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, dann holen wir uns Pictor wieder. Und Ursa holen wir uns die. Ja, die holen wir uns einfach. So, zwei weitere Siedler. Schwupp und schwupp. Okay, abgeschaffte Gesetze. Ja. 10% Industrie werden Bau in das. Ja, schade. Und so, schauen wir mal in die Gesetze rein. Geizhalsgesetz. Das ist nicht schlecht. Spielzeug als Lass kommt mal weg, oder? Machen wir da mal. Geizhals ist auch nicht schlecht. Möchte ich denn eins? Ja, die Bewegungspunkte unbedingt. Ja, wir brauchen die Bewegungspunkte. Wie sieht's denn mit der Zustimmung aus? Steigt. Ist aber immer noch ein bisschen gefährlich. Ich würde dann tatsächlich Geizhalsgesetz abschaffen. Ciao. Und wir machen die Bewegungspunkte. Damit wir Vyrak nicht verlieren. Und auf mit dir. Also wann kommt er an? In 3 Runden. Könnten wir noch schaffen. Wenn wir nicht vorher angreifen. So, die sind auch hier. Der kommt dann da an. Okay. Sirius hat nichts zu tun. Sirius könnte aber... ja, auch die erweiterten Minen mal angehen. Ja, machen wir das. Brauchen die beziehungsweise mehr Platz? Nein, wir können darauf verteilen. Machen wir mal das, damit die nicht unglücklich sind. Wir könnten das auch mal selber verteilen. Schauen wir alle durch. So. Und da haben wir noch keinen. Okay, dann müssten wir bald mal was nehmen, aber das machen wir schon. Kolonisierbar. Lekim, schauen wir uns irgendwann mal an. Darüber schicken. Und hier schwupp. Und schwupp. Super. So, passt. Nächstes ist Neuralrobotik. Okay, danach kommt sowieso noch was. Okay.
und Neuralrobotik abgeschlossen. Ein Problem, Roboter zu koordinieren und sie effizient arbeiten zu lassen, ist ihr Gehirn und die dazugehörige Vernetzung. Fortschritte in Signaltechnik und bei Computeralgorithmen machen es jetzt möglich, eine große Anzahl an Robotern miteinander kommunizieren und in perfekter Koordination Funktionen ausführen zu lassen. So, da haben wir jetzt auch eine Systemverbesserung, Planetenspezialisierung und Adamantianveredelung. Das Veredeln eines harten Materials wie Adamantian mag unermesslich kompliziert zu erscheinen. Aber die damit umsetzbaren Militärtechnologien sind diesen Aufwand definitiv wert. Das nehmen wir. Nächstes sind kompakte Fusionsmethoden. Abgeschlossen Stufe 3. Musis. Sehr schön. Ja. Nummer plus 60. Schön Wetterspekulant. Ja. Nochmal plus 20 pro Planet. Das bauen wir auf jeden Fall vorher. Damit gehen die Schiffe dann nochmal schneller in den Bau. Schiffe behalt euch mal. So, hatte er schon den Bonus? Ja, haben sie schon. Okay. Noch zwei Runden, dann ist er da. Dann geht die Schlacht los. Mal sehen, wie unsere Schiffe performen. Das ist noch nicht die beste Ausrüstung, die sie haben. Wenn sie es aber schaffen, können sie dort anpassen. Und ich muss mal schauen. Ziel erreicht, besitze 10 kalte Planeten. Mission erfolgreich. Du herrschst nun über eins der leblosesten Systeme in der gesamten Galaxie. Du kannst gestresste Rissgeborene zur Erholung auf diese Insel der Ruhe schicken. Gut, wir bekommen dafür Kartoffeln. 60 Stück. Quest Solo gestartet, die Trauer der Rissgeborenen, Teil 2. Nun gut, es würde nie ein Paradies werden, aber das System ESSA ist nach wie vor unzureichend für die Bedürfnisse der gestressten Rissgeborenen. Für die gestressten Rissgeborenen. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Algen, Mikroben, Wind und Regen. Ach, selbst in den unwirtlichsten Gegenden dieses teuflischen Universums können die Rissgeborenen der Folter nicht entgehen. Damit es ein wahrer Rückzugsort für die weitgereisten Besucher werden kann, muss noch mehr getan werden. Die Umwelt muss komplett umgestaltet werden, um ihrer Heimatdimension Chorus so ähnlich wie möglich zu sein. Nur dann können die Rissgeborenen zur Ruhe kommen. Das Geheimnis für die Transformation des Systems ESSA liegt in den Luxusgütern. Bestimmte Substanzen können die Sinne schwächen und den Verstand täuschen. Höre die Stufe des Systems ESSA. Dafür bekommen wir einen Titan. Ist ja easy. In Fatschis gibt es eine Singularität. Die wollen wirklich Ärger haben, die Rissgeborenen.